Jo Leute, hier sind euer Danetics. Willkommen zu einer neuen Folge Spielerbewertung in FIFA 16 von Schalke. Aus meiner Sicht natürlich die ganzen Bewertungen. Und ich habe heute wieder drei interessante Spieler. Ich habe euch letztes Mal ja gefragt, welche Spieler ihr sehen möchtet. Und der erste Spieler, der echt extrem oft rankam, war Max Meyer. Und natürlich wieder, wie immer, falls euch die Serie gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich extrem freuen. Wir haben, glaube ich, in der ersten Folge 50 Likes geschafft, sogar über 50 Likes. Also danke für eure Unterstützung. Freut mich echt, dass die Serie so gut bei euch ankommt. Und der erste Spieler auf der Liste habe ich Max Meyer. Ich denke mal, echt ein interessanter Spieler, natürlich im echten Leben, genauso wie in FIFA. Er hat eine Bewertung von 75 gehabt am Anfang in FIFA 15. Ihr seht seine Karte links. Ich habe sie verbessert auf 77, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass er eine 76 bekommt, weil er hat natürlich jetzt keine besonderen Leistungen gezeigt in der Saison, aber er war trotzdem irgendwie immer mit dabei, wenn man auch überlegt, das Spiel gegen Real Madrid war er auch einer der besten Spiele. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe ihm hier mal ein +2. Ihr könnt gerne mitdiskutieren in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr eine andere Einschätzung, aber ich bin mir echt noch unsicher, ob er 76 oder 77 bekommt. Ich denke, er wird auf jeden Fall ein bisschen hochgewertet werden, weil er einfach natürlich ein riesen deutsches Talent ist. Und von Potenzial her, denke ich, wird er relativ gleich bleiben. Er hat ein Potenzial von 87. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht irgendwie nach oben gewertet wird. Er wird, denke ich mal, eine 87 behalten. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Einschätzung. Ich würde mich echt freuen, wenn er die im echten Leben ja auch erreichen würde. Und ich würde sagen, weiter zum nächsten Spieler. So, der nächste Spieler, der auch häufig genannt wurde, war Franco Di Santo, der Neuzugang auf Schalke. Ich bin echt gespannt, wie er sich im echten Leben entwickeln wird und wie er natürlich auch mit Hüntela kombinieren wird. Die beiden könnten echt ein interessantes Sturmduo vorne bilden. Er hat in FIFA 15 ganz am Anfang eine Bewertung von 75. Ich denke mal auf jeden Fall, er wird ein Upgrade bekommen, weil er einfach eine richtig starke Rückrunde gespielt hat bei Werder Bremen. War einer der wichtigsten Spieler von ihnen, hat vorne echt extrem viele Tore gemacht. Deswegen gehe ich stark davon aus, er wird eine 77 bekommen. Sein Potenzial lag bei 80. Ich denke mal, wird leicht hochgewertet auf 81. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es gleich bleibt. Da könnt ihr auch eure Einschätzung in die Kommentare schreiben. An sich seine einzelnen Fähigkeiten habe ich mal ein bisschen hochgemacht, also er ist ein bisschen schneller geworden aus meiner Sicht. Vielleicht vom Dribbling her ein bisschen besser, weil man seinen Tor gesehen hat. Teilweise auch irgendwie mit einer Körpertäuschung und so hat er den Ball irgendwie reingemacht, hat den Ball am Gegner vorbeigelegt. Deswegen denke ich, dass er sich da ein bisschen entwickeln wird. Aber an sich denke ich mal vom Potenzial her gleich bleiben. Eine Bewertung von +2 wäre auf jeden Fall schon relativ geil. Mit Hüntela, der in FIFA 16 vorne drin, auf jeden Fall ein gefährliches Duo. Und weiter zum nächsten Spieler. So, der letzte Spieler, den ich heute vorstellen möchte, ist Giefer. Ich muss sagen, ich hatte echt Probleme, ihn einzuschätzen, welche Bewertung er in FIFA 16 bekommen wird, weil er natürlich extrem wenig Spielpraxis sammeln konnte, war lange verletzt, hatte immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Deswegen muss ich sagen, vielleicht wird er ein Downgrade von -1 bekommen. Vielleicht sagt die EA aber auch, dass die Bewertung von ihm gleich bleibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann aber auch ganz gut sein, dass er eben eine 72er Bewertung bekommt. Vielleicht sogar eine 71, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich habe sein Potenzial auch ein bisschen verschlechtert. Er hatte in FIFA 15 Potenzial von 79. Ich habe ihm mal 77 gegeben, weil er echt extrem wenig Spielpraxis, also Erfahrung jetzt sammeln konnte. Und ich denke mal, es wird Torhüter natürlich entscheiden, dass sie im Tor stehen und nicht nur auf dem Trainingsplatz irgendwie rumhampeln. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich echt extrem freuen. Wie gesagt, wir haben im letzten Video über 50 Likes geschafft. Dankeschön nochmal für die Unterstützung. Und ich muss mich auch entschuldigen, dass so lange kein Karrieremodus kam, aber es lag einfach daran, dass ich momentan Vorbereitungstraining im Fußball habe. Hatte jetzt am Wochenende zum Beispiel am Samstag 7 Stunden Training, am Sonntag 6 Stunden Training und es ist ja die 100. Folge im Karrieremodus. Deswegen will ich mir da ein bisschen Mühe geben, nicht irgendwie so ein Video hinklatschen, wo ihr keine Freude habt. Und dauert auch immer ein paar Stunden, deswegen müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Aber ich denke mal, in den nächsten paar Tagen wird es auf jeden Fall kommen, vielleicht sogar schon morgen. Ich werde mich auf jeden Fall dran setzen, mir da Mühe geben. Und ihr könnt gerne euren Spieler, den ihr in nächster Folge sehen möchtet, in die Kommentare schreiben. Dieses Mal war es der Max Meyer, vielleicht nächstes Mal Fährmann, vielleicht Ayhan oder erst in der 0.4. Folge. Ayhan wäre auf jeden Fall auch ganz geil, mal schauen. Da könnt ihr ganz gerne mit abstimmen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, die Werte sind nicht bestätigt. Das ist meine eigene Meinung. Da kann jeder seine eigene Meinung haben. Ich meine, jeder sieht die Spiele auch ein bisschen anders. Deswegen legt euch nicht auf die Werte fest. Ihr könnt da auch irgendwie ganz andere Werte der Spieler im Kopf haben. Da habe ich kein Problem mit. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mit mir teilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, Leute. Euer Danetics.